Jo, was geht, Leute, und herzlich willkommen zurück. Das hat jetzt gar nicht so cool geklungen. Zu einem wunderbaren neuen DLC Online Podcast. Ich trinke hier das neue leckere Muckiwasser. Das neue Muckiwasser von ESO Weiße Ananas. Ja, ESO Weiße Ananas, eine ganz tolle Firma, das neue Muckiwasser. Echt köstlich. Im heutigen wunderbaren Podcast wollen wir tatsächlich mal einen Blick in das Herostorm DLC reinwerfen und wir wollen einfach mal gucken, ja, wie sieht der PvP aus? Wie jedes Jahr, vor allem ja, das ist sehr schön, wie jedes Update, schaue ich natürlich auf den PvP. Ich habe jetzt ein bisschen gespielt, paar Erfahrungen gesammelt, ein paar Klassen eingeschätzt, angesehen und habe so ein bisschen Feeling bekommen für die aktuelle Meta. Wir werden einfach mal die PvP-Meta uns ansehen. Ist die Tank-Meta weg? Und ich werde einfach mal zum, ja, mehr oder weniger ritualtechnischen Fokus hier meine, ja, Rangliste, meine persönliche Rangliste der verschiedenen Klassen mal vorzeigen. Ich hoffe, es gefällt euch und interessiert euch. Je nachdem könnt ihr dann eure, ja, Meinungen und Kommentare in die Kommentare packen. Das hat sich echt episch angehört. Nun ja, Leute, schauen wir erstmal rein. Ist die Decken wieder weg? Nein, natürlich ist sie nicht weg. Nach wie vor ist der PvP wahrlich dominierend von 1v1-Builds. Das heißt, ja, technische Builds, die dafür ausgelegt sind, Schaden auszutanken und dementsprechend dann, wenn jetzt diverse Gegner sich zum Beispiel an euch die Zähne ausgebissen haben, mit den Ressourcen, die ihr euch noch zur Verfügung habt, ja, daraus zu Kapital zu schlagen und die Gegner nacheinander zu killen, ob das jetzt mit Kombos sind oder wirklich auf das Ressourcenmanagement-Spiel, je nachdem, kommt auf den Build drauf an. Aber die 1v1-Builds, ja, leben halt diesen, dieses Spiel von Tankiness und Schaden auf, ab einem bestimmten Zeitpunkt quasi zusammen. Und dann hat man einen 1v1-Build, der tatsächlich sehr beliebt ist, denn er ist sehr einsteigerfreundlich, ermöglicht es euch nicht nur Schaden zu machen, Kills abzustealen oder halt eben nicht, sondern er gibt euch dazu noch die Möglichkeit, nicht sofort umzukippen. Daher haben wir auch derzeit das Problem der Tankmeter, da halt speziell viele Neueinsteiger sich hauptsächlich 1v1-Builds zulegen. Aufgrund dessen, da sie natürlich sagen, hey, wieso soll ich ein rein Damage-Bild nehmen, wenn ich mich auch schützen kann? Was natürlich auch vollkommen verständlich ist. Wir Spieler nehmen nur das, was wir bekommen. Dementsprechend muss man da mit scharfem Blick zu Zenimax gucken, die es natürlich nicht ändern wollen. Im Herostorm Update haben wir neue Sets dazu bekommen. Man hat sich's gewünscht, dass vielleicht auch die ein oder andere Trait bzw. Eigenschaft vielleicht verändert wird. Allerdings haben wir davon rein gar nichts bekommen. Stattdessen haben wir tatsächlich Sets bekommen, die die Tankmeter nur umso stärker buffen, die zwar im Endeffekt nach wie vor schon im PTS genervt wurden und dementsprechend relativ einheitlich weiterhin funktionieren oder mit eingegliedert funktionieren. Allerdings muss man ganz klar sagen, die Tankmeter ist nach wie vor alive. Wir haben sehr tankige Kämpfer, die sehr andauernd sind und es ist kein, du rennst rein, holst zwei Kills, machst eine Killstreak und easy life. Das ist eher seltener der Fall, es sei denn, man hat wirklich jetzt den makellosesten Gankbild und keine Ahnung, hat einfach mega viel Glück und kann immer ganken. Aber trotz alledem finde ich, fühlt sich das reine PvP etwas besser an. Ich habe trotz alledem nicht mehr das Gefühl, dass wir nur noch Schild und Schwert Leute im, ja, in den Gegnerteams haben, bei den gegnerischen Fraktionen, je nachdem. Nein, ich habe jetzt wirklich auch das Gefühl, dass wir teilweise hier Spieler haben, die wirklich richtige Schadensbuilds jetzt laufen. Und ja, wenn wir schon die Schadensbilder mal uns angucken, können wir ja mal gucken, wie stehen die Klassen so zueinander? Wie ist die, ja, Rangordnung meiner persönlichen Meinung nach? Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe es so aufgeteilt, dass wir sowohl die Magicka als auch die Ausdauer Variation der verschiedenen Klassen, die sechs natürlich, mit einbeziehen. Das heißt, ja, ich werde jetzt chronologisch einfach von hinten nach vorne hingehen. Hinten sind die eher schlechteren Klassen und vorne sind dann die Top-Tier-Klassen, die tatsächlich machen und ja, mehr oder weniger die Dominanz des PvPs darstellen. Nun ja, vorweg erstmal ein kleiner Disclaimer. Die erste Klasse beruht auf keiner Erfahrung. Dementsprechend ist das nochmal so ein eigenes Ding. Dementsprechend kann ich da keinen wirklichen festen Platz festlegen, da ich die Klasse nicht spiele, beziehungsweise sie kaum im PvP gesehen habe. Und das wäre die Magicka Nachtlinge. Die Magicka Nachtlinge, ja, eine Klasse, die innerhalb der letzten PTS-Cycles etwas, ja, gelitten hat, genervt wurde. Selbst Magicka Gankbuilds haben es teilweise ziemlich schwer, Kills abzustauben. Das ist allgemein eine Klasse, die ich extrem
selten, speziell in den Schlachtfeldern, überhaupt sehe, die ich persönlich noch nie gespielt habe. Beziehungsweise ich habe mal angefangen, eine hochzuziehen, allerdings hatte ich einfach keinen Bock, weil die Klasse mir nicht so zusagt. Dementsprechend ist die etwas aus der Wertung rausgezogen. Ich würde sie tendenziell auf den siebten Platz packen, ja, was bei mir quasi der letzte Platz wäre. Übrigens, hier teilen sich mehrere Klassen auch die Plätze, weil die so eng aneinander sind. Dementsprechend, Magicka Nachtklinge an dieser Stelle etwas ausklammert von mir, kann ich nicht wirklich bewerten. Tendenz aber auf den siebten Platz, also hinten. Wenn ihr da irgendwelche Vorschläge, Ideen oder Erfahrungen habt, schreibt sie rein. Ich lasse mich liebend gern belehren. Dementsprechend das zur Magicka Nachtklinge. Ebenfalls auf dem siebten Platz, also ganz hinten, ist nach wie vor der, für mich persönlich, der Magicka Nekromant. Ich habe ihn umgebastelt. Ich habe da tatsächlich eine Mischung eines 1v-X-Bildes benutzt im PvP. Und ich muss sagen, er funktioniert deutlich besser als zuvor. Er fühlt sich stärker an. Vom Sustain, vom Heal, von der Schadensreduktion war der Nekromant, der Magicka Nekromant, sowieso extrem stark tatsächlich. Allerdings, trotz der Veränderung der Blast Bones, also sprich der Sprengknochen, muss ich sagen, fühlt sich die Klasse zumindest für meinen Playstyle sehr langsam an. Nach wie vor, man kommt nicht in die Puschen, man kommt nicht in die Pötte. Und ich habe es ziemlich schwer gehabt, tatsächlich mit dem Magicka Nekromant aufs grüne Blatt zu kommen und mit dem effektiv lang andauernd zu spielen und vor allen Dingen mit Spaß zu spielen, da die Klasse einfach sehr träge ist. Sie ist stark und in manchen Situationen kannst du auch gute Kills abstauben, aber dadurch, dass natürlich uns auch klassenintern ein Execute fehlt, haben wir natürlich eine Magicka-Klasse, die, wie viele Magicka-Klassen, die kein Execute haben, natürlich im gewissen Nachteil sind. Dementsprechend für mich nach wie vor relativ, beziehungsweise fast genau weit hinten, der Magicka Nekromant. Ebenfalls auf dem siebten Platz, also dementsprechend sehr weit hinten, ist für mich nach wie vor der Magicka Hüter. Magicka Hüter fand ich war im letzten Update ein bisschen stärker dran. Allerdings, trotz alledem, ist die Klasse ähnlich träge, wenn man nicht unbedingt die ganze Zeit seine Falkenflügel spammt, dass man den Speedbonus kriegt. Man kann natürlich mächtige Kombis raushauen. Der Sustain und der Heal-Sustain ist sehr, sehr gut. Allerdings ist wirklich die Killquote dazu eher minimal, wenn man nicht gerade Glück hat, dass alle Gegner down sind und man dann Permafrost proccen kann, je nachdem, oder Nordsturm. Also ich muss zugeben, die Klasse ist, wie ich persönlich finde, besser als der Magicka Nekromant. Allerdings trotzdem deutlich mit großem Abstand im Vergleich zu den anderen Klassen, die da tatsächlich einfach eine gewisse Stärke und Schnelligkeit und auch Killfähigkeit besitzen als der Magicka Nekromant, dementsprechend der hier auf meiner. Platz, ja, Nummer 7. Platz 6 teilt sich genau eine einzige Klasse, das heißt, es teilt sich gar niemanden, nämlich der Ausdauer-Zauberer. Habe ich ein bisschen überlegt, ob der wirklich in die 6 kommt oder eher auf die 5er-Linie. Ausdauer-Zauberer, sehr viel Burst-Damage, sehr viel Combo-Damage und vor allem natürlich mit dem Orkan hat man da tatsächlich einen AOE-Schaden, der verdammt hart reinhauen kann. Ich bin im PvP tatsächlich öfter mal durch Orkan gestorben. Dementsprechend spricht der Resistenzbuff vom Ausdauerzauberer. Durch die Schwerter hat man natürlich eine nette Kombi, allerdings finde ich, was den Ausdauerzauberer tatsächlich besser macht als die vorig genannten Klassen, ist schlicht und ergreifend der Teleport, da der jetzt offiziell ja auch mit Ausdauer skaliert, wie auch schon im Dragonhold Update. Das heißt, man hat da einen richtig guten Schaden und kommt super schnell von A nach B. Und es ist quasi kostenlos, weil man als Ausdauerschar natürlich ja, fast auf seine Magicka, Verzeihung, einem scheißen kann. Dementsprechend hat man da wirklich absolute Mobilität, gepaart mit sehr gutem Damage und einer Stun-Fähigkeit für alle Gegner in der Umgebung, sofern man den Teleport macht. Zusätzlich natürlich der Zauberer trotz alledem den Austausch-Skill, das heißt, er hat die Möglichkeit tatsächlich Magicka in Ausdauer wiederherzustellen. Das macht ihn sehr stark, weil er damit mehr oder weniger ja, nicht nur sehr einsteigerfreundlich ist für Ausdauer-Damage-Dealer im PvP, sondern halt allgemein einfach einen sehr guten Sustain hat. Allerdings, trotz alledem, finde ich, sind ein paar Klassen stärker als er, deswegen habe ich ihn auf die 6 datiert. Allerdings mit Tendenz aufgehend zur Rang 5. Und auf der Stufe 5 hängt bei mir tatsächlich die Ausdauer-Nachtklinge. Denn ich muss sagen, so stark die Nachtklinge für mich in den letzten Patches war, speziell davor, vor den Patches, also sprich pre-Elsewhere, war die Nachtklinge ja brutaler denn je. Also wirklich eskalativ gute Klasse. Meistens die Top 1 Ausdauerklasse definitiv im Game. Unfassbare Resultate, sowohl von Schaden, sowohl von Kritte, wie auch tatsächlich einfach von der Möglichkeit, mobil zu sein und tatsächlich in den Schatten zu tauchen
unter Umständen auch zu ganken, je nachdem. Das hat sich seit Elsewhere ein bisschen ins Negative gezogen, möchte man sagen. Und ich muss sagen, wenn man jetzt nicht der Pro-Nachtgank-Spieler ist, der genau weiß, was man machen muss, ist die Klasse nicht im Nachteil, aber tatsächlich sehr squishy. Ich muss sagen, ich bin noch nie in keinem Patch so wenig gestorben wie in Dragonhold und in dem jetzigen bis jetzt in Harrowstorm durch Nachtklingen, wie in diesen beiden Patches. Denn ich habe das Gefühl, dass die Nachtklinge an sich nicht den hundertprozentigen Schaden entfalten kann. Die meisten Spieler wissen mittlerweile, wie sie dem Ulti entgegenwirken, sprich dem Schweigen, damit, wenn du halt ein Magicka-Charakter bist, dann keine Skills mehr casten kannst. Die meisten Spieler wissen, dass sie dann dementsprechend blocken oder Ausweichrollen machen müssen, sprich von A nach B schnell wegkommen. Ich finde, dieser Überraschungseffekt, der damals mit der Veränderung hervorgerufen wurde, ich glaube, war Scalebreaker, ich glaube, es war Scalebreaker, ist ein bisschen verflogen und ich habe wirklich das Gefühl, dass Nachtklingen sehr squishy sind und tatsächlich nicht dieses Potenzial haben, was sie sonst immer hatten. Aber dennoch, es kommt hierbei absolut auf den Spieler an. Ich bin jetzt ein Spieler, der nicht sehr oft Nachtklinge spielt und dementsprechend natürlich nicht diese perfekte Erfahrung damit hat. Das heißt, wenn jemand sagt, eben mein Main ist der Ausdauer Nachtklinge und ich bin wirklich ein Fighter und ich ganke nicht nur, dann kann man das natürlich höher ziehen, also sprich auch hier die Tendenz nach oben, aber trotzdem, meiner Meinung nach, gibt es Klassen, die stärker sind als die Ausdauer-Nachtklinge. Und da wären wir schon beim Stufe 4, beziehungsweise Rang 4 tatsächlich für mich, Ausdauer-Templer und Ausdauer-Hüter teilen sich das nahezu gleich auf. Warum? Der Ausdauerhütler hat tatsächlich durch die Möglichkeit, natürlich mit den Jabs in Kombination mit tödlichem Stoß, dem Set, das natürlich den Schaden gnadenlos hoch bufft, die Möglichkeit tatsächlich auch Tanky-Spieler binnen kürzester Zeit im 1v1 wirklich runterzuholen. Oh, er hat runterholen gesagt. Oh, heftiger Shit. Ich habe jetzt tatsächlich wirklich ein Fun-Bild als Ausdauer-Templer quasi mir auf dem Live-Server erstellt. Hab den wirklich tatsächlich mit Trash-Sets quasi ausgestattet, sprich ich hatte, was war es, schlauer Alchemist in Kombination mit tödlicher Stoß, einfach für den maximalen Schaden. Und ich will ehrlich sein, im 1v1 bin ich fast gar nicht gestorben, obwohl ich ein unglaublich schlechtes Ressourcenmanagement hatte, kein vollständiges Monster-Set und schon gar nicht die Skills der Unerschrockenen oder Kriegerlinie quasi gelevelt hatte. Ja, also man hat dann unfassbar hohen Damage-Pool, allein nur mit dem, Jesus Beam, da geht richtig ordentlich was rein. Wenn man da wirklich professionell spielt und sagt, okay, ich kann wirklich diese Klasse meistern mit Elan, mit dem eigenen Healer, Heilskill vom Templar oder auch dem Purge, glaube ich, ist die Klasse verdammt effektiv und verdammt stark. Und ich sehe sie auch tatsächlich in der Zeit etwas öfter, als ich sie tatsächlich im Vergleich, zumindest vielleicht ist das doch nur bei mir, aber hey, im Vergleich zu Dragonhold gesehen habe. Ebenfalls auf Rang 4, Ausdauerhüter, mega, mega nach wie vor stark. Wir haben hauseigenen Purge natürlich durch den Edge. Wir haben megamäßiges Ressourcenmanagement, Resistenzen, die Möglichkeit, die ganze Gruppe den Resistenzen zu buffen, in Kombination natürlich mit dieser Mega-Kombi, mit den Zweihänder, Aufwärtshieb, der jetzt auch noch snared, passen dazu natürlich die Käfer, die aus dem Boden schnellen, mit Execute rein. Wow. Wirklich unfassbar stark. Ausdauerhüter richtig, richtig, richtig ordentlich. Speziell mit dem Snare kann er natürlich dann tatsächlich die wunderbaren ja, Käfer natürlich noch besser ausnutzen, da die Gegner natürlich nicht schneller wegkommen, bevor die Käfer aus dem Boden prallen. Dementsprechend Hüter eine sehr starke Klasse. Für mich allerdings nur Stufe 4. Dennoch Stufe 3 teilen sich wieder zwei Klassen tatsächlich, oder Top 3 möchte man sagen, zwei Klassen tatsächlich diesen Rang. Zum einen der Magicka Templar. Und zum anderen der Magicka DK. Hierbei ist zu sagen, dass der Magicka Templar die Tendenz hat, auch auf 2 zu kommen. Ja? Kommt auf den Spieler drauf an. Magicka DK stand in den letzten Patches, wie ich fand, sehr schlecht da. Allein nur in Scalebreaker wurde er im wahrsten Sinne des Wortes komplett gesmoked. Du hast keinen Mag DK gesehen aufgrund der Dotmeter, weil man natürlich mit dem DK keinen Purge hatte, etc. Dragonhold war auch nicht so sonderlich geil, aber deutlich machbarer. Speziell der Ulti hat extrem gehittet. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt einen neuen Magicka Dragon Knight PvP-Bild am Channel, am Start. Je nachdem werde ich dann zu Zeiten ein Bildvideo dazu machen. Der macht Spaß. Klar, dir fehlt der Execute, du wirst oft nur helfen und nicht den Kill machen. Längst ist das halt das Los der Magickas. Aber mit der Veränderung von der Lava Whip, die dich in dem Sinne tatsächlich heilen kann,
Wow, ich muss sagen, der Heal Sustain ist verdammt gut drin. Ich habe tatsächlich auf dem Bild mittlerweile kein Drachenblut mehr drin, weil ich das gar nicht mehr brauche, speziell im Battlegrounds. Wow, ich muss sagen, Magicka DK macht wirklich Spaß und ist wirklich in der Position, wo ich sage, Chakuzel, das Ding macht Spaß. Echt schön. Ebenfalls, wie gesagt, auf der 3 mit Tendenz zur 2, Magicka Templar. Je mehr Schaden du machst, desto mehr Heal kriegst du. Das macht die Klasse sehr relevant im PvP, speziell. Theoretisch auch ein Magicka Execute, da kommt natürlich drauf an, ob man den ausgerüstet hat oder nicht. Theoretisch braucht man den noch nicht mal. Sehr hoher Initialschaden, Proc-Schaden, die Möglichkeit, sich natürlich mit ja, beiden Magiekraft-Buffs sich hochzubuffen. Dementsprechend sind hohe Spell-Damage-Zahlen definitiv drin. Auch eine sehr einsteigerfreundliche Klasse aufgrund des Heals. Kann man auch gut tanky spielen. Ich persönlich spiele nur die reine Schadensvariante, da ich die halt einfach mehr mag. Man hat den Speed, man hat die Schnelligkeit, genauso wie beim Ausdauerhüter oder auch beispielsweise bei der Nachtkling oder dem Ausdauertempler. Unglaublich gut. Und wie gesagt, wenn man ihn richtig spielen kann, kann das tatsächlich sehr, sehr, sehr weit oben sein und man kann richtig Spaß haben. Es kommt da wirklich auf den Spieler drauf an, aber es ist tatsächlich eine relativ hauseigene, sehr starke Klasse, die aufgrund des wirklich des Purges und des Heals tatsächlich sehr gut sustain kann, speziell mit dem Ressourcenhaushalt. Da geht ordentlich was, dementsprechend Magicka Templar auf Platz 3 mit Tendenz nach 2 nach oben. Ebenfalls auf der 2 für mich, nicht ebenfalls, sondern auf der 2. Die Top 2 teilen sich zwei Klassen, zum einen der Ausdauer-DK und zum anderen der Magicka Zauberer. Ausdauer-DK, ähnlich wie der Magicka DK, unglaublich guter Durchstoß der Ulti durch die Ulti Regen ETC. Wenn du da noch ein Ulti-Regenerationsset wie zum Beispiel Blutbrut hast, da geht's richtig ordentlich ab. Speziell mit natürlich der Möglichkeit, Igni-Sheet zu spammen, um Ausdauer zurückzubekommen, ist der ja, Ausdauer-DK tatsächlich in einer richtig guten Position. Er kann sich sehr gut verteidigen, hat dementsprechend auch noch den Magicka-Heal mit den Balls vom Mag-DK, die er natürlich spammen kann, aufgrund dessen, dass die Magie kosten. Also auch der Heal-Sustain ist da wirklich, wenn man es auch noch in Kombination mit zum Beispiel Lan spielt, hat man da wirklich eine mega starke Sustain-Klasse, die wirklich unglaublichen Kombi-Damage raushauen kann. Und mit dem Snare macht das umso mehr Spaß, wenn man dementsprechend einen Dot-Charakter hat, also sprich einen Ausdauer-DK, der noch ein bisschen mehr auf Dots setzt, nicht nur wie der Standard-DK, kann man da unfassbar Schaden machen. Ganz ehrlich, die giftige Klaue zieht da richtig ordentlich rein, dementsprechend aus der DK. Wahnsinnig stark, klasse und tatsächlich für mich in der Top 2. Genau wie in der Top 2 und die ist eigentlich immer in der Top 3. Die Magicka Zauberer oder der Magicka Zauberer, ja, ich glaube, den hatte man noch nie in einer 1, 2 oder 3er, außer dieser 1, 2, 3, Top 3 Generation, denn der Magicka Zauberer ist die einsteigerfreundlichste Klasse im Game. Seien wir ehrlich, die Passiven sind extrem stark. Ulti-Reduktion, Regeneration, die Möglichkeit tatsächlich in Exio zu spammen und zwar so, dass du safe den Kill kriegst, obwohl du keine Arbeit machst. Unfassbar gute Klasse. Natürlich kann die auch professionell gespielt werden und sehr skillhaft gespielt werden. Das ist gar keine Frage, wie bei jeder Klasse. Je nachdem, mit welcher Klasse du dich identifizierst und du tatsächlich da einfach ja, das Feeling für hast und das Können, kannst du da wirklich unfassbare ja, Matches und Kämpfe und Duelle rausfochten. Magicka Zauberer trotz alledem durch den Execute, durch den Beam, also sprich den, nicht den Beam, den Teleport, eine sehr relevante Klasse, die tatsächlich ein unglaublich gutes Ressourcenmanagement hat. Man kann sich abschilden mit theoretisch 3 bzw. 4 Schilden gleichzeitig. Es ist wirklich eine unglaublich variable Klasse, die man eigentlich immer sieht im PvP, aufgrund dessen, dass sie so leicht zu bespielen ist. Bespielen, das hört sich toll an. Aber trotz alledem eine wirklich sehr, sehr gute Klasse und in dem Sinne, ja, meine Top 2, aber nicht die Top 1. Oft ist es bei mir so, dass die Magicka Zauberer tatsächlich der Nummer 1 ist, aufgrund dessen, dass er halt wirklich diese Möglichkeit im Schlachtfeld ganz besonders hat, tatsächlich Kills zu stehlen. Nein, man hat tatsächlich dieses Mal auf der 1 eine Klasse, die wie in der Tendenz schon vom PTS vorausgesagt wurde, meiner Meinung nach die Meta ist, nämlich der Ausdauer-Nekromant. Boom, Baby. Sprengknochen funktionieren beim Ausdauer-Nekromanten nämlich makellos und der kann die spammen wie Sau. Wir haben die Möglichkeit eines Executes, entweder mit den zwei Waffen oder auch mit dem Zweihänder. Der Snare kommt dazu, um dann tatsächlich die Skelette zu ja, spawnen. Dementsprechend kann der Gegner nicht schnell genug wegdodgen und kriegt das Skelett in voller Breite rein. AOE-Schaden, Splash-Damage, unfassbarer Schaden. Ausdauer-Nekromant, speziell wenn du auf dem Speedbuild spielst, keine Ahnung, mit einem Set wie Greifen,
Wow, also wirklich unglaublich stark. Definitiv meiner Meinung nach die stärkste Klasse im Game. Denn das, was ich da gesehen habe, ist der absolute Wahnsinn. Also wirklich, es ist halt wirklich so, wie man es sich gedacht hat. Ausdauernde Command war gut, aber halt in dem Sinne, die Sprengknochen haben nicht funktioniert. Jetzt funktionieren sie und der Command ist in einer sehr guten Position. Ist er overpowered? Auf keinen Fall. Man kann trotz alledem einen ausländischen Kommandanten trotz unter Umständen Tankiness besiegen. Ich finde, die Klasse ist tatsächlich im Vergleich relativ ausbalanciert. Allerdings, trotz alledem im Vergleich zu allen anderen Klassen derzeit einfach ein bisschen besser als ja, die eben genannten Klassen. Nun gut, ich habe jetzt ziemlich viel geredet. Ist tatsächlich etwas ausgeartet. Aber hey. Das ist meine persönliche Rangliste der Klassen im PvP. Schreibt eure Meinung liebend gerne in die Kommentare. Die variiert persönlich von Erfahrungen zu Erfahrungen, von Präferenz zu Präferenz. ETC ist ja klar. Dementsprechend bin ich gespannt, was eure Meinungen da sind. Und ich würde sagen, wir hören uns wieder, wenn es heißt Neues. Wie habe ich das Getränk nochmal genannt? Muckiwasser von Weißananas, keine Ahnung. Ja, ansonsten würde ich sagen, Hashtag Muckiwasser. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.